Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei den Käsefreunden und wieder zurück in der Drachenseele. Wir werden uns heute mit dem hagarischen Zehnermann heroischen Raid befassen, der sich in vier Phasen, einmal die Stadt, Eis, Blitz und die Zwischenphase, wie ich sie genannt habe, aufteilt. Unsere Aufstellungen sind ein Tank, drei Heiler und sechs DDs und damit fangen wir jetzt erstmal an. Und ich habe euch dafür eine kleine Karte für den Pull gezeichnet. Vorne links ist das Portal. Daran könnt ihr euch orientieren. Der Tank pullt den Boss quasi aus der Mitte heraus. Zur Not kann natürlich auch ein Jäger von den Seiten her anpullen. Wichtig wäre, dass niemand im 180-Grad-Winkel vor ihr steht. Das heißt, gerade weg durch die Map geschnitten, weil sie wirft so Eislanzen ähnliche Dinge auf einen. Wenn ihr davon getroffen werdet, ist ungut. In der Pull-Phase nur unangenehm, später tödlich. Ja, also passt einfach auf. Der Tank zieht dann den Boss etwas weiter nach außen. Kommt immer darauf an, wie weit ihr es braucht. Zur Not kann man es auch bis ganz an den Rand machen. Dann kurz zu den Start- bzw. zu den Zwischenphasen. Ich habe hier angezeichnet den Tank, den Boss. Die 180 Grad vom Boss, wo nur der Tank davor stehen sollte, die habe ich mit diesen schwarzen Balken eingezeichnet. Und diese schwarzen Pfeile sollen die Eislanzen darstellen. Die suchen sich wahllos Ziele und nahezu wahllos Spawnpunkte aus. Die haben zwar feste Spawnpunkte, aber welche sie davon nehmen, sind wahllos. Wichtig ist, wer davon getroffen wird, muss von den anderen noch unterstützt werden, 3 bis 4 Stacks haben und dann wieder abwechseln. Solltet ihr Eislanzen-Stacks haben und vom Boss mit diesem extra Schuss, den er 180 Grad vor sich schießt, getroffen werden, dann seid ihr tot. Sprich, wenn ihr versucht, dem Tank zu helfen wegen einer Eislanze, die ihn von hinten trifft, muss der Tank vorher den Boss so ziehen, dass ihr, während ihr euch in den Strahl reinstellt, nicht davon getroffen werdet. Also bitte dabei aufpassen. Zur nächsten Map. Hier habe ich euch mal die Frostphase aufgezeichnet. Der hellblaue Bereich, wo der Boss steht, der ist übrigens dabei unangreifbar. Dort werdet ihr Wasser durchtränkt, dazu kommen wir später. Da verliert ihr prozentual Leben. Und der blaue Bereich, also der dunkelblaue Bereich, ist euer Laufkreis. Dort werdet ihr laufen. Die weißen Linien, auch Eiswände, die werden sich mit den Pfeilen in die Richtung bewegen, wie ich eingezeichnet habe, also sprich im Uhrzeigersinn. Und ihr solltet davon euch nicht treffen lassen. Jetzt mit den Nerfs auf 20% und weniger sogar, kann man sich ruhig einmal von der Wand treffen lassen. Aber es muss nicht unbedingt sein. Es ist unnötig Heilarbeit und das ist meistens die Mana-Reg-Phase. Eure Aufgabe hier ist es, euch nicht von den Wänden treffen zu lassen. Vorsicht wegen den Kreisen auf dem Boden und die Kristalle zerstören. Aber da gibt es noch eine andere Änderung jetzt im Hard Mode. Und zwar die Schneeflocke. Dazu habe ich euch auch nochmal schnell eine Map gezeichnet. Und zwar, es ist hier jetzt unser Spieler. Es gibt zwei Varianten von Schneeflocke. Also wenn eigentlich gibt es nur eine, aber man muss manchmal verschieden darauf reagieren. Wichtig ist, wenn ihr den Schneeflocke-Debuff habt, werdet ihr immer langsamer. Sollte er auf 10 hochgesteckt sein, steht ihr und kommt nicht mehr weg. Solltet ihr euch den irgendwie runterreinigen selbst oder von den Heilern runterreinigen lassen, solltet ihr das Wasser durchtränkt haben, was ihr erreicht, indem ihr in diese Kuppel lauft. Weil sonst hinterlasst ihr eine riesige Eisfläche, die für den Rest des Kampfes bzw. für den Rest der Frostphase dort liegen bleibt. Das muss verhindert werden. Wir gucken erstmal oben links. Dort ist da das Normalschema. Man läuft, kriegt den Debuff, läuft rein, sagt seinen Namen an oder die Heiler merken das sogar von selbst. Wir haben es mit Ansage gemacht und dann läuft man wieder raus. Sollte es aber passieren, dass euch die Eiswand dabei einholt, ist unten rechts euer Weg. Ihr lauft rein. Lasst euch aufheben, also reinigen, und dann lauft ihr hinter die Eiswand wieder auf das normale Lauffeld. Shadows könnten übrigens dabei auch ihre Dispersion oder ähnliche Varianten zünden, DKs mit antimagische Hülle und ähnliches. Also nutzt dabei ruhig vieles, damit die Heiler in der Phase das möglichst hohe Leben haben, weil die anderen Phasen sind sehr mana-intensiv. Kommen wir nur zur Blitzphase. Dort braucht ihr 4 Spieler, die außen stehen und der Rest steht in der Mitte. Wichtig ist hier, wie auch im Normalmode, ihr müsst von vorne links, nachdem ihr die Blitzbestie dort besiegt habt, die Elektrizität zu allen anderen weiterleiten. Das machen 2 Spieler oben, es reicht genau 2 Spieler aus,
um das jeweils immer zu überbrücken, und zwei Spieler unten. Dafür gibt es manche Tricks, aber das Wichtigste ist, ihr dürft keine Pets draußen haben und auch keine Pets irgendwie laufen lassen. Pets übernehmen auch Elektrizität und das kann die Leute draußen töten. Die Heiler müssen fit sein, dass sie währenddessen die laufenden Leute, naja, gut heilen können. Gleichzeitig gibt es hier im Hard Mode dann noch den kleinen Unterschied. Erstens, dass natürlich die Blitze mehr Schaden machen, aber außerdem gibt es dann noch einen weiteren Blitz, der kommen kann, wenn ihr zu lange auf einer Position steht. Kommt dann auf dieser Fläche eine Blitzfläche nochmals. Dann dürft ihr einfach nicht drinnen stehen. Ist vor allen Dingen für die Leute außen wichtig, dass sie das nicht im Laufweg hinlegen, weil es sonst immer schlecht ist, weil es den Laufweg ja sonst verlängert, wenn man um diese Fläche rumlaufen muss. Beziehungsweise für die Leute innen, dass die auch dabei ein bisschen aufpassen, wo sie stehen. Gut. Und dann nochmal zum letzten, und zwar in den Zwischenphasen kommen dann, also die Startphase ist fast wie jede Zwischenphase mit den Eisenlanzen und allem. Die Zwischenphasen sind nur etwas länger, da kommen, glaube ich, zweimal Eislanzen und einmal Eisgräber. Eisgräber sind genauso ähnlich wie bei Syndragosa. Ihr werdet markiert, ihr lauft in die Mitte, am besten zum Boss, lasst euch einfrieren und ihr werdet rausgehauen. Ihr kriegt Schaden da drin, keine Sorge, ihr werdet niemanden anderes noch einfrieren, der um euch herumsteht. Aber was wichtig ist, die Line of Sight wird von solchen Dingen unterbrochen. Das heißt, Heiler aufgepasst, ihr müsst so stehen, dass ihr den Tank dann auch erreicht. Beziehungsweise Verzeihung, Tank aufgepasst, dass ihr euch so hindreht, dass die Heiler euch immer noch erreichen. Oder ansonsten die Leute rausbomben und dann war's das auch schon. So, genügend gelabert mit der Theorie, jetzt fangen wir einfach mal an. Wir sehen das Ganze natürlich wieder aus der Sicht von Illunaris. Unser Berg geht vor und zieht Hagara vor. Wichtig ist, ihr solltet immer versuchen, mit Blitzphase, dann Frostphase, dann Blitzphase zu spielen. Weil die Blitzphase eigentlich, naja, einfacher geht. Dafür müsst ihr einfach nur auf ihre Äxte achten. Wenn die Blitze sind, ist die erste Phase die Blitzphase, sind sie so frostig umhüllt, es wird die erste Phase die Frostphase sein. Wir sehen das hier. Man geht in die Eislanzen, wartet bis drei oder maximal vier Stacks da sind und dann geht man einfach raus. Illunaris wird euch auch zusammen mit Anumior das Laufen demonstrieren als Eule und auf der anderen Seite werden die beiden Midis laufen. Alle anderen stehen bereits in der Mitte. Man muss auch hier aufpassen, hier sind ein paar Pets doch nach vorne gelaufen. Muss man einfach aufpassen, dass man währenddessen nicht zwischen den Pets noch den Strom hin und her macht. Und wir sehen es hier, die beiden Druiden machen das, also zumindest Illunaris macht das mit der Laufform und da gibt's hier gerade kleine Probleme, aber die andere Gruppe macht einfach weiter und bringt somit alle Totems zum Glühen. Und kurz danach, nachdem ihr so eine Phase beendet habt, wird Hagara etwas gestunt und erhält mehr Schaden. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel Prozent, aber sehr viel. Später werdet ihr auch in so einer Phase das Heldentum zünden. Ach ja, noch eine kleine Änderung, wie wir hier gerade gesehen haben. Erstmal kommen hier die Eisgräber. Aber die andere Änderung, die wichtig ist, ist, dass dieser unermüdliche Angriff, oder so ähnlich wie der heißt, der bricht nicht mehr ab, wenn der Tank sich von Hagara wegbewegt, was ja im Normalmodus so ist. Also dabei müsst ihr aufpassen, es muss jetzt durchgeheilt werden. Natürlich könnt ihr trotzdem versuchen wegzulaufen, weil bestimmte Schläge dann einfach nicht treffen. Und ja, ein Tank zieht immer schön Hagara nach außen, damit niemand von dem zusätzlichen Eisschuss getroffen wird. Und ansonsten warten wir eigentlich nur noch darauf, dass gleich die Eisphase beginnt. Wir haben in der Eisphase mit zwei Camps gestartet, die einen hier. Quasi dort, wo ich es auch vorne auf der Map gezeigt habe, das andere Camp, also die andere Gruppe, eins weiter nach hinten. Gleichzeitig kann ich euch hier sehr empfehlen, Aspekt des Rudels anzumachen lassen von euren Jägern, weil ihr werdet hier eigentlich nicht getroffen. Wenn ihr getroffen werdet von so einem herunterkommenden Eisblock, ist es eure eigene Schuld. Das kann man alles vermeiden. Ja? Und dann ist eigentlich nur eure Aufgabe, Schaden zu machen und vor der Wand wegzulaufen. Das ist natürlich für jeden etwas schlechter. Hier sehen wir gerade die Eisflocke. Wir gehen rein. Ansage. Wurde es aufgehoben. Und dann geht man raus.
Da gab es jetzt trotzdem eine Eisfläche, weil es manchmal nicht ganz so funktioniert, wie man das gerne hätte. Normalerweise funktioniert das. Manchmal legt man doch 3, 2, 1. Nochmal, man legt trotzdem Eisflächen manchmal ab. Aber wenn dann mehr nach innen, also auf der kompletten Innenbahn, und somit wird die grobe Schädigung dadurch verhindert. Ja, und ansonsten dauert diese Phase am längsten. Man sollte nach zwei Umrundungen eigentlich fertig sein. Ich glaube, wir brauchen ein kleines Stück länger. Aber unsere DBS ist dann trotzdem noch ausreichend. Ja, hier laufen wir so schön gemütlich hinter der Eiswand her und vernichten die letzten Totems. Und damit ist sie besiegt und wir laufen wieder in die Mitte und geben Vollgas. Alles gezündet, weil hier natürlich Hagara mehr Schaden nimmt, also warum nicht alles zünden? Dann wieder eine Zwischenphase. Man muss aufpassen auf die Eislanzen. Und ja, auch nicht vor Hagara stehen. Eisgräber kommen wieder. Alles Mögliche. Eisgräber gehen natürlich am besten wieder nach vorne, damit sie im Cleave sterben. Kann man auch zum Beispiel als Eule Pilze vorher hinlegen, wenn man das vorher besser ahnt. Und am besten noch im Solar Status. Aber wie ihr das speziell für eure Klasse macht, müsst ihr am besten selbst austüfteln. Ja, dann schaltet man sich wieder rein und wartet eigentlich nur noch, dass wieder die Blitzphase beginnt. Und nach der Blitzphase sollten wir es am besten schaffen. Eislanze wieder bereit. Und da sind sie auch vorbei. Und jetzt Gewittersturm. Werden wir jetzt nochmal sehen. Da vorne kommt unser Gewitterblitzelementar-Ding. Das bekämpft ihr einfach am ersten Totem. Und ab da einfach laufen. Da sehen wir auch diese Blitze, die von oben kommen. Wenn man zu lange an einem Punkt steht, muss man einfach aufpassen. Hier kommt schon wieder einer. Muss man einfach versuchen, drumherum zu rennen. Mit der Reisegestalt macht sich das alles ein Stück einfacher, da passiert es seltener, dass irgendetwas schief geht. Oh, und diesmal haben sogar beide Gruppen fast gleichzeitig geschafft. Man muss sich einfach auch helfen, nicht denken, das ist mein letztes Totem und dann zurückgehen. Jetzt haben wir auch Heldentum gezündet, ziehen voll durch, nochmal Flashchen genommen, alles gezündet, was man halt hat. Dann natürlich trotzdem in die Eislanzen stellen. Aufpassen, dass man nicht vor Hagara steht, Ilunaris steht nämlich gerade dort. Aber wurde. Doch, wird jetzt sogar, glaube ich, getroffen davon. Nee, wurde nicht. Aber jetzt sehen wir das mal von innen. Von innen sieht man nur noch, wie die anderen Leute drauf einschlagen. Es war natürlich jetzt nicht ganz am Boss wie geplant. Sowas passiert. Jeder fällt mal. Aber das war ja noch alles im Rahmen. Man wird weiter auf Hagara eingeprügelt, nahezu tot. Jetzt ist nur noch die Frage, schaffen wir es, bevor die nächste Frostphase beginnt oder nicht? Und wir haben es natürlich geschafft. So, und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an diesem Boss. Er ist sehr nervenaufreibend, aber man kann es schaffen. Das Wichtigste ist eigentlich, dass man das mit dem Strom hinkriegt, dass der weitergeleitet wird, dass die Leute das überleben, die das weiterleiten. Bei der Frostphase, dass man einfach niemanden sterben lässt. In der Frostphase muss jeder durchkommen. Und sie darf nicht zu lange dauern. Ja, und dass niemand vor Hagara steht und diesen extra Debuff abfängt, weil im Normalfall sind die Leute dann tot, die sowas im Fight, wenn es nicht gerade ganz am Anfang ist, abfangen. Na gut, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Guide. Ich bin der Wayward und ich bin raus. Tschüss.